Damn. Kollega sorgte durch die Präsentation der neuen Modedesigns seines Labels Alpha Music Empire für starke Verwirrung bei den Fans und dem Mitstreiter Chabos 1152. Ein Artikel hatte eine verblüffende Ähnlichkeit mit einer Serie von Haftbefehls Modelabel. Kurz darauf wurde Kollega mit Plagiatsvorwürfen konfrontiert. Nachdem von seiner Seite kein Statement zu den Vorwürfen veröffentlicht wurde, meldeten sich die Verantwortlichen rund um das Label Alpha Music Empire gestern mit einer Stellungnahme über das offizielle Facebook-Profil. Die Designs werden für gewöhnlich von Kollega und dessen Label abgesegnet, der besagte Artikel jedoch scheinbar nicht. Irritierend war auch, dass das Produkt analog zu Ragazzi Tee im Shop von Chabos 1152 als Ragazzi Löwe Hoodie im Alpha Music Empire Store gelistet wurde. Das hinterließ natürlich einen bitteren Beigeschmack, zumal Kollega Werbung für das Design machte und sogar auf dem Bildpost auch ein Kleidungsstück präsentierte. Nach der Stellungnahme von Alpha Music Empire geht der Beef rund um Modemarken der Rapmacher in eine nächste Runde. Der Selfmade Records Chef Elvir gründete bekanntlich 2010 die Modemarke Pusher Apparel, die anfänglich von Kollega und Farid Bang im Zuge ihrer Zusammenarbeit Jung Brutal Gut Aussehen beworben wurde und mit Jogginganzügen auf den Markt ging. In der Zwischenzeit gibt es wesentlich mehr Designs der Modemarke und so konnte das Unternehmen zuletzt die 187 Straßenbande für eine exklusive Kollektion und Bones MC und Jizzes für eine Fotostrecke gewinnen. Jetzt meldet sich erneut Haftbefehls Modelabel über das offizielle Facebook-Profil und erklärt, dass Pusher Unmengen an Acts bezahlen würde, damit diese ihre Kleidung tragen würden. Künstler würden jedoch sehr gerne und völlig ohne Bezahlung auch die Kleidung von Chabos 1152 tragen. Laut Chabos würde Pusher die Acts telefonisch jetzt dazu auffordern, die Marke zu boykottieren. Die Fans mutmaßen bereits, ob die 187 Straßenbande diese Anweisung vom Pusher bekommen hat. Künstler von den Aslaks wie Hannibal stehen bekanntlich im engen Kontakt mit dem Hamburger Kollektiv. Ein Statement von Pusher Apparel zu den Vorwürfen gibt es aktuell noch nicht. Die Vermarktung von Produkten durch den Lifestyle der Künstler ist nach dem Merchandise eine sehr lukrative Einnahmequelle geworden. Rapper sind heutzutage durch ihre enorme Reichweite über YouTube oder soziale Netzwerke wie Facebook sogenannte Influencer. Je nach Vertrag ist es eigentlich legitim, dass Künstler gegen Bezahlung dann auch Werbung für das jeweilige Produkt machen müssen. Da man die Deals zwischen Pusher und den einzelnen Künstlern nicht kennt, ist es schwierig, das Ganze von außen zu beurteilen. Wie gefallen dir die Modemarken der einzelnen Künstler? Findest du die Designs und die Qualität cool oder ist das in deinen Augen nur schnelle Geldmache? Hast du eine Lieblingsmarke unter den diversen Modelabels der Künstler? Schreibe deine Meinung in die Kommentare. Für regelmäßige Hip-Hop-News abonniere den Kanal.